Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit dem FC Bayern München. Schön, dass ihr wieder da seid und ich erzähle euch jetzt, was in Folge 4 passiert ist. Wir haben zwei Topspiele gehabt gegen Leverkusen und Leipzig. Ja, gegen die Leipziger haben wir uns wie schon im Supercup ein bisschen schwer getan, aber es war ein geiles Spiel mit vielen Toren. Also schaut sehr, sehr gerne in Folge 4 rein. Unter anderem haben wir auch den zweiten Spieltag in der Champions League Gruppenphase gespielt gegen Olympique Marseille. War auch ein gutes Spiel von uns und ja, war recht stabil die Folge auf jeden Fall. Also schaut sehr, sehr gerne rein und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Folge 5. Somit also auch im Game herzlich willkommen nochmal an alle, die hier mit dabei sind und wir wollen hier weitermachen beim FC Bayern München. Die letzten Spiele haben wir gut gespielt, muss ich sagen, nach der Niederlage gegen den FC Augsburg im bayerischen Duell sozusagen, haben wir gegen Gladbach, Leverkusen und Bochum jeweils 3 Punkte geholt. Gegen Leipzig haben wir uns ein bisschen schwer getan, wie auch schon im Supercup. Am Ende 3-3 ausgegangen, glücklicherweise für uns, kann man sagen. Ja, Leipzig wirklich stark, jetzt hier in der Anfangszeit dieser Saison. Trotzdem, in der Liga stehen sie doch nicht da, wo sie gerne stehen würden, nämlich nur auf Platz 6 und wir stehen auf Platz 2 hinter Frankfurt, die mit 18 Punkten und ohne Niederlage in die Saison gestartet sind. Das ist auf jeden Fall sehr stark, was die Frankfurter da bisher spielen. Ja, wir wollen natürlich da auch rankommen. Wir sind gerade punktgleich mit Bayer Leverkusen und Union Berlin. Aber das ist natürlich unser Anspruch, da oben auch ranzukommen an die Frankfurter, sage ich mal. An Platz 1 natürlich, ganz klar. Ja, aber die Konkurrenz ist stark, die schläft nicht. Und natürlich auch die Dortmunder und auch Leipzig sind hier oben mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Lasst sehr gerne was da für das Video. Einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Und dann machen wir hier weiter beim FC Bayern. Viel Spaß. Bevor wir bei den Bayern weitermachen, steht erstmal das nächste Qualifikationsspiel an mit den Belgiern. Und wir hatten das erste Spiel, wo Kompany auf der Trainerbank saß, natürlich gegen Österreich, was wir mit 2-0 gewonnen haben. Und das wollen wir jetzt gegen Schweden auch fortführen. Wir sind aktuell Zweiter in der Tabelle. Und ja, wir müssen das natürlich auch so beibehalten. Wir schauen mal ganz kurz auf die Mannschaft. Die ist natürlich alles andere als frisch, wenn man das hier sieht. De Bruyne immer noch angeschlagen, Tielemans, aber den brauchen wir gegen Schweden, ne? Das ist schon einer unserer wichtigsten Spieler, die wir da haben, auf der Position, die brauchen wir auf jeden Fall. Wir nehmen Dodi mal für Carrasco mit. Ja, so viel können wir nicht ändern, ne? Also wir könnten ihn von Anfang an bringen, der ist defensiv eigentlich recht gut, aber Tielemans ist halt wirklich Maß der Dinge da im zentralen Mittelfeld, ne? Aber ich würde ihn auch erstmal beginnen lassen. Onana haben wir auch noch. Dann lassen wir Onana erstmal auf der Bank. Der könnte auch starten. 75er Frische. Ja, wir lassen Tielemans erstmal starten und dann werden wir ihn auf jeden Fall ja in der zweiten Hälfte bringen, denke ich, ne? Ansonsten bleibt alles so bestehen, wie es ist und dann gehen wir mal rein in das Spiel hier gegen die Schweden. Zack. Wird es unser zweiter Sieg? Ich hoffe es. Gebt euer Bestes. Ersten 20 Minuten ruhig, jetzt das 1-0. Arthur Theate in der 18. Super, das Führungstor. Schon mal wichtig. Schweden ja auch nicht so leicht zu bespielen. Hier sieht man es. Karlsson mit dem Ausgleich. Kurz vor der Pause. So haben wir uns das vorgestellt. Naja, kommt, in der zweiten Hälfte drehen wir auf und dann will ich hier einen Sieg sehen. Januzaj, gelbe Karte. Bringen wir Dodi. Bringen wir doch den Dodi und Tielemans raus, wie ich gesagt habe. Und Onana packen wir runter ins defensive Mittelfeld. Ja. Allerdings muss ich das, glaube ich, hier
ändern mit den Vorstößen, ne? Oder? Ball halten bei Standards nach vorne. Ah, ne, passt. Ah, mit den. Ne, das passt auch. Gut. So ist das doch nice. Er macht ein gutes Spiel auf der 10. Das ist erstmal in Ordnung. Ansonsten wechseln brauchen wir erstmal nicht. Bin ich gespannt, was noch passiert hier. Stunde gespielt, weiterhin unentschieden. So, wir bringen Openda für Lukaku. Albert Zambi ist auch richtig stark hier, ne? Auf der Zentralen. Onana, naja, Note 4 ist nicht ganz so gut. Kommt noch nicht so ins Spiel rein. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts wechseln hier. Ich würde jetzt auch nichts wechseln. Oder bringen wir ihn noch mal? Schwierig. Vielleicht kann man da noch mal einen Akzent setzen. Oh, Openda, 81. Minute, Doppelpack. Ja, Van Aken macht hier die Vorlage zum 3:1. Openda mit dem Doppelschlag, sauber. Yes, das ist doch geil. Openda Note 1, er kommt rein, Note 2, sehr schön. Ja, das bringt uns doch weiter. Jetzt sind wir 3 Punkte vor Schweden hier mit 13, Österreich 15. Die haben 3:0 gegen Estland gewonnen. Estland ist dann auch, ach nee, das gegen die spielen wir am letzten Spieltag. Okay, gegen Aserbaidschan müssen wir dann jetzt ran. Ah, die haben auch erst 3 Punkte. Also normalerweise Hinspiel haben wir 2:1 gewonnen. Dann sollten wir die im Rückspiel eigentlich auch schlagen. Und Estland ist normalerweise auch kein Maßstab, ne? Kein Sieg, kein Unentschieden in 5 Spielen, also 0 Punkte geholt. Von daher, die nächsten beiden Spiele sollten auf jeden Fall uns gehören. Bin ich mal gespannt. Aber das war auf jeden Fall stark hier die Schlussphase von uns, ne? Muss man ganz klar so sagen. Bin sehr zufrieden, was das Spiel hier angeht. So, dann kommen wir mal zum Probetrainingstag. 100 Spieler wurden eingeladen. Na, da bin ich doch mal gespannt. Da gehen wir doch mal hier die Übungen durch. Trainingsspiel finde ich auf jeden Fall interessant. Was haben wir da? Mal sehen, ob heute ein Juwel entdeckt wird. Die erste Übung ist Trainingsspiel. Mert Aydin fällt durch seine gekonnt ausgeführten Standardsituationen auf. Mhm. Torschuss-Passübung würde ich als zweite Übung machen. Da ist nicht wirklich ein auffälliger Spieler dabei. Techniktraining. Oh ja. Das sieht gut aus. Torschuss, Lauftraining. Torschuss können wir auch mit reinnehmen. Da ist gar keiner bei. Kopfballtraining. Das sieht ja nicht so berauschend aus. So, was haben wir denn hier? Nico Schimandl. Aber nur 2,5, ne? Das sieht nicht so nice aus. Auch bei Aydin ist es schwierig. David Stocker. 28 aber schon. Dann eine Stärke von 55. Das ist auch nicht so das Wahre, ne? Simon Adler, rechtes Mittelfeld. Brauchen wir nicht wirklich. Und alle anderen sind jetzt auch nicht mehr so wirklich interessant, ne? So, die Spielerleistungen der anderen Spieler. De Ligt, Note 2 im Spiel gegen Irland. Niederlande 0-0 gespielt. Upamecano, Note 4. Conny gegen Österreich, gegen Estland 90 Minuten gespielt. Und Harry Kane hat 3 Tore gemacht gegen Malta. Ja, kann man machen, ne? Der Harry, ja, wirklich momentan auch ganz gut drauf. Jungtrainer Pizarro hat ein neues Talent entdeckt. Linksverteidiger. 15 geht lange Wege, trainingsfleißig. 43er. Ja, übernehmen wir mal. Ramsack erreicht Trainingsziel. Okay, alles klärchen. So, dann haben wir noch ein paar Tage bis zum Spiel gegen Freiburg. Aserbaidschan steht noch auf dem Plan. 737er Mannschaftsstärke. Ja, und wie vorhin schon erwähnt, eigentlich müsste das unser Spiel sein und wir werden in dieser Partie auch mal ein bisschen rotieren. Wer den Routinier Jan mal reinbringt hier. Und auch Thielemans wird eine Pause bekommen. Leander wird da mal von Anfang an spielen im defensiven Mittelfeld. Und vorne Openda mal von Anfang an für Lukaku. Genau, das würde ich gerne so machen.
Ansonsten ändern wir eigentlich nichts. Gehen wir mal rein in die Partie, ne? Das sollte auf jeden Fall unser Spiel werden hier, ne? Geht raus, spielt ordentlichen Fußball, aber normalerweise sollten wir das schon für uns entscheiden hier. Gelbe Karte in der 18. für Albert und es steht noch 0-0. Und jetzt haben wir eine Verletzung zu verzeichnen. Das ist ja ganz toll. Monier. Oh, ärgerlich. Tja, müssen wir ihn reinbringen. Rechtsverteidiger haben wir nicht wirklich dabei. 0-0 zur Pause. Ist dann doch ein bisschen wenig, ne? Trossard Note 5. Wir wechseln mal die Position hier. So, sonst erstmal nichts ändern. Zweite Halbzeit, Stunde gespielt, immer noch keine Tore hier. Ist ein bisschen mau, ne? Hier geht nicht wirklich was bisher. Bringen wir Dodi mal auf rechts. So, können wir das noch für uns entscheiden oder nicht? Aserbaidschan hält hier echt dagegen und noch eine Verletzung. Boah, das ist doch nicht mehr normal hier. Boah, schwierig. Jetzt wird es richtig schwierig. Spielmacher, ne? Können auch auf der 10 spielen. Dann geht er dahin. Tja, Aserbaidschan hält dagegen und wir spielen nur 0-0 am Ende. Puh, das ist eigentlich zu wenig, ne? Das ist eigentlich zu wenig. Schweden hat gewonnen, 1-0 gegen Estland und die sind bis auf einen Punkt an uns rangekommen, ne? Das ist, boah, da wird ja nochmal richtig knapp hier werden, ja? Also auf die Statistiken brauchen wir, glaube ich, nicht schauen. Wir waren schon die bessere Mannschaft, muss man sagen. Wir hatten auch mehr den Ball, aber ja, am Ende konnten wir uns da vorne auch nicht wirklich durchsetzen. Aber die haben hinten noch gut gestanden hier. Torhüter gut gehalten. Ja, 0-0 ist am Ende zu wenig für uns. Aber da müssen wir jetzt mit leben, ne? De Ligt hat ein gutes Spiel gemacht. 2-5 Note. Guerreiro kam 14 Minuten zum Einsatz hier für Portugal gegen Luxemburg. Die auch verloren haben mit 1-0. Auch bitter. Eine gute Nachricht ist, Manuel Neuer ist wieder zurück im Mannschaftstraining. Also es wird natürlich noch dauern, denn er ist immer noch ein bisschen angeschlagen, aber hat auch komplett gar keine Form nach seiner langen Verletzung. Das wird noch ein bisschen dauern, aber zum Glück ist er wieder im Mannschaftstraining und auch Kimmich ist wieder am Stissel. Der wird auch direkt wieder reinkommen hier für Conny Leimer, glaube ich, weil Goretzka einfach momentan wirklich stark drauf ist. Gut, da sind die Vorstöße drin. Da geht Goretzka auf die Position. Kimmich geht wieder zurück ins defensive Mittelfeld. Genau. So, Guerreiro ist auch langsam wieder fit. Sieht gut aus. Leimer geht mit auf die Bank. So, De Ligt hat ein bisschen frische Rückstand, sage ich mal. Ne? Für ihn wird Kim mal auflaufen. Ja, passt. Höchster Form gewinnt Goretzka. Ja, der wird auch natürlich hier wieder von Beginn an sein Spiel auch bekommen. Ne? So, das hatten wir gesagt. Neuer ist wieder back. Gut, gegen Freiburg, Freunde. 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und wir spielen in der Allianz Arena. Deswegen kämpft um jeden Ball. Und dann wollen wir hier sehen, was wir drauf haben. Kompanie wird natürlich der Mannschaft im Training gesagt haben, was er sehen möchte. Das will er bestimmt nicht sehen. Ne? Höfler mit dem 1-0 in der 29. Minute. Aber Serge Gnabry macht den Ausgleich noch in der 42. vor der Pause. Aber immer in Rückstand gehen ist nicht so gut. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Kim macht wieder kein gutes Spiel. Note 5. Weiß nicht, der kommt noch nicht so rein, ehrlich gesagt, ne? Ohne Wechsel erstmal. Erste Halbzeit war noch nicht so das Gelbe vom Ei. Stunde gespielt jetzt. Keine weiteren Tore bisher. Oh. Grifo mit dem 2-1. Wieder geht Freiburg in Führung. Meine Güte, was ist denn hier los, ey? Vorne sieht das ja gar nicht so schlecht aus. Wir bringen Kane. Und Sané würde ich nochmal bringen für Gnabry. Reicht das? 10 Minuten. Wir schaffen es nicht. Nee. Grifo mit dem 3-1. Boah. Und wir verlieren gegen starke Freiburger, muss man sagen. Ne? Sehr bitter. Ne? Kimmich ein gutes Spiel gemacht.
eigentlich war das vorne nicht ganz so schlecht, ne? Aber hinten hat ja gar nichts gepasst hier. Also Kim irgendwie bringt momentan die ganze Defensive noch durcheinander, finde ich. Hat bisher noch gar kein gutes Spiel gemacht. Tja, soll keine Ausrede sein, aber die Freiburger waren on point, sage ich mal, ne? Bleiben auf Platz 8, sind jetzt punktgleich mit uns. Statistiken. Ja, wieder mehr Chancen, wieder mehr Ballbesitz. Am Ende leider kein Punkt. Kompanie sagt, die Kommunikation auf dem Platz hat teilweise nicht gestimmt. So wurden Räume nicht eingehalten und nicht gedeckt. Gegner teilweise einfach laufen gelassen. Ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, aber die Spieler haben mich nicht gehört. Übel. Christian Streich, dieser Sieg ist trotz der letzten Rückschläge genauso schön wie jeder andere auch. So stelle ich es mir vor, auswärts zu spielen. Bis zum zwischenzeitlichen Ausgleich hatte der FC Bayern gar keine Möglichkeiten. Dennoch haben wir die Ordnung behalten und diszipliniert weitergespielt. Ja, Glückwunsch an der Stelle für die Freiburger, ne? Celtic Glasgow wartet auf uns in der Champions League Gruppenphase. Und ja, wir haben einen Sieg aus zwei Spielen geholt gegen Olympique Marseille. Haben wir ein gutes Spiel gemacht, 2-0 gewonnen, nachdem wir gegen Inter Mailand im ersten Spiel völlig untergegangen sind. Ja, und es muss natürlich ein zweiter Sieg her, ja. Und gegen Celtic, die noch keinen Punkt geholt haben, sollte schon was drin sein in meinen Augen. Ne? De Ligt kommt auf jeden Fall wieder rein für Kim. Upamecano und er, die verstehen sich einfach besser, habe ich das Gefühl. Na klar, muss Kim auch erstmal ankommen, ist ja ganz klar. Die Zeit werden wir ihm auch geben. Kane kommt auch wieder von Beginn an rein. So, Guerrero bleibt erstmal noch draußen. Leimer wieder auf der Bank, ganz klar. Okay, was haben wir hier noch? Ja, bewerben. Muss dann der Finanzassistent machen, auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir rein gegen Celtic Glasgow in der Champions League. Das ist mir aber jetzt kein 3D-Spiel wert, ehrlich gesagt. Deswegen machen wir das ganz normal in der Sofortberechnung. Gebt euer Bestes und dann hoffen wir auf den Sieg hier. Musiala, 5. Minute. Super. Fängt gut an. Zweite Vorlage von Kimmich und Coman mit dem 2-0. Das ist doch schon mal sehr gut. Nach 45 Minuten 2-0 zu führen, ist nice. Die beiden kriegen Lob. Lass uns so weitermachen. So haben wir uns das vorgestellt. So, Musiala mit einer 1 könnten wir eigentlich runternehmen. Dann bringen wir Thomas Müller. Coman Note 2 können wir Sané bringen. Anschlusstreffer durch Forrest. Halbe Stunde noch zu spielen. Gut, was machen wir noch? Conny Leimer für Goretzka und vorne noch Martell. Boah, Ausgleich. Wir tun uns immer in der zweiten Hälfte auch sehr schwer, ne, was Tore schießen betrifft. Und wir kriegen in der zweiten Hälfte immer viele Tore. Ne? Ist mir mal so aufgefallen. 2-2 am Ende nur. Wieder nur ein Punkt hier. Ja, wir bleiben auf Platz 3. Olympique hat auch 1-1 gespielt. Wir haben noch 3 Spiele, ganz klar, ne? Aber es wird ja nicht leichter, ne? Das ist ja das ganze Problem. Sané sagt, bei einer Wertung wie im Boxsport wären wir als Punktsieger hervorgegangen. Ja, schade, dass man keine 3 Punkte hier geholt hat. Da hätte normalerweise mehr drin sein müssen, Freunde, wirklich. Musiala gut angefangen, Coman auch ein gutes Spiel gemacht. Ansonsten war das nicht ganz so schlecht, muss ich sagen, ne? Spielbestimmende Mannschaft, aber leider am Ende wieder kein Sieg. 8. Spieltag in der Bundesliga und zwar gegen die Mainzer und der stärkste Spieler auf dem Feld ist Harry Kane. Ja, na klar, wenn man eine Stärke über 90 hat, dann ist das nicht so abwegig, dass man der beste Spieler auf dem Feld ist. Ne? So, ich traue mich schon gar nicht mehr, Kim da in die Innenverteidigung zu stecken, ehrlich gesagt. Wir werden erstmal mit De Ligt und Upamecano weiterspielen und ich würde gerne hier mal mit dem Einsatz ein bisschen runterfahren. So, vielleicht bringt das ja was. Schauen wir mal. Ansonsten möchte ich nicht so viel an den Einstellungen ändern. Die Mannschaft muss sich natürlich darauf erstmal einstellen. Das ist ja ganz klar, ne? So, Gnabry, Sané wird jetzt mal starten auf rechts.
sonst gibt es nichts zu ändern, ehrlich gesagt. Guerrero wird dann demnächst auch mal wieder ein paar Einsatzzeiten bekommen, um langsam einfach mal wieder ranzutasten. Jugendspieler entdeckt, wieder Pizarro. Geht steil, 16. Professionell, schnell zufrieden, Kritiker. Beidfüßig. Der sieht gut aus, übernehmen wir auch. So, da wollen wir mal gegen die Mainzer am 8. Spieltag. Auf geht's. Wieder Musiala, der das 1-0 macht, aber direkt Ausgleich, 2 Minuten später. Ist gerade auch noch so ein Problem, ne? Wir schießen das 1-0 und kriegen dann darauf direkt den Ausgleich. Sané, 2-1. Gut, vor der Pause, gut. So, die beiden, wenn wir mal hier massieren. Die beiden kriegen ein Lob und dann hoffe ich, dass wir das runterspielen können in der zweiten Hälfte. Ne? Musiala Doppelpack. 3-1, 61. Minute. Das ist sehr gut. So, wir können nochmal wechseln. Harry Kane hat die gelbe Karte bekommen. Wir bringen Tell nochmal. Und auch Gnabry kommt rein, Sané geht dann auf links. Ansonsten bin ich zufrieden, was das angeht. Ne? Aber 3-1 ist ja schon ein sehr gutes Ergebnis. 10 Minuten Spielzeit, ich denke, da wird nichts mehr anbrennen. Ja, spielen wir gut runter. Nehmen hier Gott sei Dank einen Dreier mit. Ne? Gehen hoch auf Platz 4 jetzt mit 16 Zählern. Das ist gut. 2 Niederlagen in 8 Spielen. Ja, 5 Siege, 1 Unentschieden. Und die Frankfurter immer noch ungeschlagen da oben, ne? Unglaublich. Dortmund jetzt auch auf Platz 2. 18 Punkte. Trotzdem gutes Spiel von uns, ja? Kompany sagt, es war wichtig, dass wir nach der letzten Niederlage wieder einen Sieg gelandet haben. Ich denke, wir haben uns den Sieg nicht nur erarbeitet, sondern auch taktisch herausgespielt. Das denke ich auch. Es hat sehr gut funktioniert heute. Defensiv sowie offensiv. Deswegen bin ich mit dem Spiel auf jeden Fall auch zufrieden. Genau. Kane hat jetzt schon, glaube ich, 2 Spieltage nicht getroffen oder so? Gute Frage, ne? Na gut. So gehen wir raus aus dem Spiel und da kann man mit leben, ne? Gut, meine lieben Freunde, die zweite Runde des DFB-Pokals steht an und zwar müssen wir gegen Elversberg ran. Und ja, ich hoffe, dass wir uns in dem Spiel nicht auch wieder so schwer tun, ehrlich gesagt. Denn ja, wir wollen schon in die nächste Runde, ist doch ganz klar, ne? Also Ziel ist auf jeden Fall Finale, ja, würde ich mal so behaupten, ne? Würde ich einfach mal so in den Raum schmeißen. So, also, wir gehen wieder mit Gnabry von Beginn an rein. Kane startet vorne. Ja, und die beiden, ja, sie müssen wohl oder übel durchspielen. Wir haben in der Innenverteidigung echt ein Problem, ne? Also Kim ist wirklich außer Form. Das ist schwer, das ist echt schwer, muss ich ganz klar sagen. Ne? Also ich würde auch in dem Spiel mal Kretzig eine Chance geben. Auf links, Guerrero nehmen wir jetzt mal mit auf die Bank und Conny Leimer für Goretzka. Machen wir jetzt einfach mal. Das riskiere ich jetzt einfach mal. Ne? Genau, das wird die Startelf sein und wir hauen eine Siegprämie natürlich mit rein. 50.000. Aber in dem Spiel erwarte ich wirklich auch hohen Einsatz. Aber ich will nicht ganz so hoch pressen. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass wir so viele Gegentore bekommen. So schaut das doch gut aus. Ne? Da sollten wir eigentlich nichts anbrennen lassen. Gehen wir rein in die zweite Runde des DFB-Pokals im 3D-Spiel. Und dann hören wir uns gleich, würde ich mal so sagen. Bis gleich, Freunde. So, liebe Leute, welcome back im DFB-Pokal. Die zweite Runde steht an. Gegen den SV 07 Elversberg und die spielen ja schon ein offensives System auf jeden Fall, aber wir wollen direkt auch in den ersten Minuten hier zeigen, wer der Herr im Hause ist. Ne? Kane hier am Ball, der erste Distanzschuss aufs Tor von Christoph in der zweiten Minute und Elversberg hat sich hier viel vorgenommen. Ja, gutes Tackling gegen Kane. Schnellbacher und Rochelt gegen Masraoui und Kimmich. Schnellbacher mit der ersten Möglichkeit.
aber Perez ist da. Das war nicht so schlecht gespielt. Und diese Räume müssen wir einfach besser verteidigen, ne? Das sieht man schon wieder jetzt in den ersten Minuten hier. Auch der Pass gerade von Musiala nicht angekommen. Kretzig gut gemacht, Coman und Serge Gnabry. Zehn Minuten gespielt. Bisher ausgeglichen, würde ich sagen, was den Ballbesitz angeht. Pfeil. Upamecano im Tackling gut gemacht. Musiala auf Kane. Der setzt sich da mal durch. Ja, Harry Kane. Der zweite Schuss auf das Tor. Aber genau auf den Mann. Ne? Das war jetzt keine 120-prozentige Chance. Ja, Kretzig macht das bisher gut in den ersten 20 Minuten da auf links. Und Kompany scheint noch nicht ganz so zufrieden zu sein, ne? In den ersten Minuten hier. Musiala gut auf Kane und der leitet oder will weiterleiten, aber der Pass kommt nicht an. Vorspiel von Gnabry, erste gelbe Karte des Spiels in der 23. Minute. Schnellbacher gegen Kimmich. Direkt die Balleroberung, ne? Schnellbacher. Nächste Möglichkeit, Perez. Bisschen Glück auch, ne? Dass die Schüsse da nicht ganz so stramm kommen. Ja, Coman hat da Kane gesucht. Wäre fast an den Ball gekommen, aber Christoph ist vor ihm dran. Und ich glaube, wir müssen das mit den Flanken doch noch mal ein bisschen ändern, ne? Flankenhäufigkeit, ja, okay. Ich würde schon hier Grundlinie, oder? Achso, Flankenposition muss ich ändern, genau. Also ich würde schon... Stellen wir das mal auf 60%, weil wenn man hier schon flankt, hat man gerade bei Coman gesehen, ist das nicht so nice. Machen wir mal auf 50%. Dann gucken wir mal, ob das dann besser läuft. Coman gut auf Gnabry, hat ein bisschen Platz jetzt. Gnabry im Dribbling gut gemacht. Jetzt die Flanke rein und da ist Musiala und da ist das 1-0. 29. Minute, das 1-0. Sauber, nach den taktischen Veränderungen hier. Gnabry mit der Flanke rein und da ist Musiala nicht im Abseits. Macht das 1-0 hier für den FC Bayern München. Wichtiges Tor. Wanner und Schnellbacher. Immer wieder Schnellbacher, der jetzt, glaube ich, schon seinen dritten oder vierten Torschuss hatte. Also auf den müssen wir aufpassen, dass er da immer wieder zum Schuss kommt. Hier wieder am Ball gegen Leimer. Da setzt er sich auch durch. Aber Upamecano ist dazwischen. Harry Kane leitet weiter auf Leimer. Der verliert den Ball anscheinend. Rochelt. Gutes Tackling von De Ligt. Balleroberung. Kane auf Coman. Den kriegt er sogar noch. Kingsley Coman auf Gnabry. 2-0. Super gemacht. Gut gespielt von Coman. Vor allen Dingen auch gut gesehen. Ne? In den Rückraum der Abwehr. Und dann gegen 3 setzt er sich da durch. Serge Gnabry. Und dann mit seinem schwachen linken Fuß macht er das 2-0. Spielt eine gute Partie bisher. Serge Gnabry da auf rechts. Pfeil gegen Kretzig und Masarawi. Macht seine Sache auch gut auf der Rechtsverteidigerposition. Kretzig. Ah, Verletzung. Harry Kane. Die Distanzschüsse sind absolut nicht gut. Das gefällt mir einfach gar nicht. Ach so, ja, wir haben einen verletzten Spieler. Dann wird Davis kommen. Schade für ihn. Hat bisher ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Dann noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt zu werden, ist bitter. Ich hoffe, dass er nicht, ja, so eine große Verletzung jetzt hier mit sich trägt. So, Harry Kane. Noch nicht so wirklich einen Stich bekommen vorne. Aber ja, diese Abschlüsse, die waren nicht gut. Leimer gefällt mir ganz gut. Konzentriert euch und wir sind in der nächsten Runde. Davis kommt für Kretzig auf links. Ansonsten keine Änderung. Und wieder Pfeil über rechts. Fehlpass. Conny Leimer. Musiala. Kane auf Coman. Jetzt kann er seine Schnelligkeit ausspielen. Jawohl. Läuft dem Gegenspieler da weg. Kingsley Coman. Versuch war eher schlecht. Hier wieder am Ball, bleibt aber diesmal hängen im Dribbling. Ah, Schnellbacher ist ein bisschen schneller als Upamecano. Der war nicht schlecht.
Nächster Torschuss, ne? Von Schnellbacher. Also seine Statistik würde ich dann auf jeden Fall mal sehen. Musiala gut weitergeleitet auf Conny Leimer. Letzter Pass jetzt auf Kane. Und da ist er drin. Harry Kane. 55. Minute. Vorlage Conny Leimer. Und Company kann auf jeden Fall jetzt auch zufrieden sein. Dieser Schuss sitzt von Harry Kane, glaube ich, dritter oder vierter Versuch. Diesmal ist der Ball im Netz. Und wir machen ein wirklich souveränes Spiel, muss man sagen. Bisher. Knappe Stunde gespielt, jetzt eine Freistoßposition, Freistoßmöglichkeit. Kimmich, oh. Boah, der war gut getreten. Elversberg immer gute Ansätze gehabt bis hierhin, muss man sagen. Vor allen Dingen vorne immer die Bälle auf Schnellbacher gespielt. Jetzt aber wieder Gnabry mit Platz vorne. Setzt sich im Dribbling gegen zwei durch. Dann die, ja, das Passspiel auf Harry Kane. Und er macht den Doppelpack. Gnabry absolut in bestechender Form, ne? Macht ein klasse Spiel auf rechts. Und Harry Kane mit seinem Doppelpack. Sehr souverän. Wir lassen eigentlich hinten überhaupt nichts anbrennen. Außer dass Schnellbacher immer mal wieder aufs Tor schießt. Bisher ist das noch nicht ins Netz gegangen. Trotzdem müssen wir da weiterhin auf der Hut sein. Peretz, ja, weggefaustet. Und die Abseitsposition. So, ich glaube, wir wechseln auch nochmal aus beim Stand von 4:0. Serge Gnabry auf jeden Fall kann man rausnehmen mit einer Note 1. Auch ein Musiala würde ich rausnehmen, Note 2, Tell. Tell bringe ich für Coman auf links. Und Guerrero wird kommen für Conny Leimer auf der zentralen Position. Für die letzten 25 Minuten vielleicht. Dass er mal wieder ein bisschen Fußballplatzluft schnuppert. Ne? Jetzt wieder Gnabry. Oh, ganz stark. Ne? Musiala. Wäre da noch alleine gegangen, Gnabry. Ich glaube, wäre vielleicht noch ein Treffer gewesen. Coman. De Ligt gut gemacht. Coman jetzt nochmal. Vor seiner Auswechslung die letzte Aktion vielleicht. Kingsley Coman, das war nix. So, jetzt würde ich aber auch gerne wechseln. Abseitsposition, jetzt kommen ja sowieso die Wechsel. Tell kommt für Linksaußen, Sané kommt für Gnabry, Thomas Müller für Musiala und Guerrero für Conny Leimer auf der zentralen Mittelfeldposition. Die letzten 15 Minuten reguläre Spielzeit laufen. Gibt nochmal einen Freistoß. Thomas Müller wird den schießen. Ja, der war gut getreten. Aber auch gut gehalten. Davis. Thomas Müller auf Harry Kane, der noch spritzig ist. Boah, Christoph kann den nicht festhalten, den Ball. So, noch knappe 10 Minuten. Reguläre Spielzeit. Sané und Thomas Müller im Zusammenspiel. Sané hat jetzt Platz. Ah, bleibt an Correa hängen und Pfeil nochmal gegen Davis. Ah, es gibt Eckball. Peretz hat den Ball. Sehr gut. Upamecano. Guerrero Fehlpass auf Tell. Davis passt auf. Ah, Tell sucht Kane. Guerrero. Ist wieder zurück auf dem Feld. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Jetzt mal Tell setzt sich durch auf links. Die Flanke. Christoph ist da. Auf Guerrero freue ich mich auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie er zurückkommen wird. Hier heute seine ersten Minuten nach seiner Verletzung. Schauen wir mal. Gute Möglichkeit nochmal für Elversberg. Den macht er direkt.
aber auch direkt in die Mauer. Und da ist es vollbracht. Wir gewinnen dieses DFB-Pokalspiel der zweiten Runde mit 4:0 durch die Tore von Jamal Musiala, Serge Gnabry und Doppelpacker Harry Kane. Statistiken sagen soweit alles aus. Hier steht, Elversberg hatte mehr Ballbesitz, was ich anders sehe auf jeden Fall. In der zweiten Halbzeit aber haben wir eigentlich ja, viel, viel besser gespielt als in der ersten Hälfte. Wir hatten unnormal viel Ballbesitz eigentlich in der zweiten Halbzeit. Deswegen kann ich das nicht so gut nachvollziehen. Aber okay. Wichtig ist, dass wir hier weitergekommen sind und ein starkes Spiel gemacht haben. Ne? Wir haben 4 Treffer erzielt. Ich bin auf jeden Fall damit zufrieden. Ne? Ich würde gerne mal nochmal auf die anderen Spiele gleich schauen. Gucken wir erstmal auf die Stimmen. Manuel Feil sagt, wir streben nicht an, in Zukunft immer mit 0:1 hinten zu liegen. Company sagt, Harry Kane sieht man schon aus 100 Metern Entfernung und ohne Brille an, ob er sich wohlfühlt. Ja, heute mit 2 Treffern. Harry Kane auf jeden Fall. Ja. Nicht unser bester Spieler, aber finde ich schon der zweitbeste Spieler auf dem Platz auf jeden Fall. Gnabry mit 1 und der beste Spieler auf jeden Fall des Spiels. Sehe ich genauso. Hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Hat sich immer angeboten, hatte viel den Ball. Hat sich eigentlich so gut wie immer durchgesetzt da auf der rechten Seite. Wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja, freut mich auf jeden Fall. Diese Leistungen, wenn wir die bestätigen, dann sind wir schwer zu schlagen. Ne? So, gucken wir kurz mal auf die anderen Ergebnisse. Leipzig gewinnt 2:0, Openda auch getroffen hier. Dortmund gewinnt, Frankfurt gewinnt mit 6:0, Alter, gegen Hoffenheim. Ey, wie sind die Frankfurter eigentlich drauf? Darmstadt schmeißt Werder raus, auch nicht schlecht. Stuttgart gewinnt 2:1, Köln gewinnt, Union, Leverkusen weiter, Karlsruhe weiter. Hannover gewinnt Niedersachsen-Derby gegen Braunschweig. Kiel gewinnt gegen Bielefeld, Hertha weiter und Duisburg gewinnt gegen Aschaffenburg mit 6:2. Gut, dritte Runde steht an. Bin ich mal gespannt, wer da jetzt auf uns warten wird. Gehen wir rein in die Auslosung. Auf geht's. Boah, jetzt kriegen wir einen Bocken. Dritte Runde gegen Bayer Leverkusen. Junge, Junge, das wird ein sehr interessantes Spiel. Im Jahr 20 bestritten diese beiden Mannschaften das Finale. Der FC Bayern konnte mit 4:2 die Oberhand behalten, aber das wird ein wirklich schweres Spiel, denke ich, gegen Leverkusen. In der Liga haben wir sie geschlagen, aber Pokal ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, ne? Würde ich mal so sagen. Gut, 9. Spieltag steht an gegen Darmstadt, Freunde, und wir verabschieden uns für diese Folge hier. Es war wie immer sehr ereignisreich, ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Schaltet sehr, sehr gerne beim nächsten Mal auch wieder ein und vergesst nicht, was für das Video dazulassen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Abonniert gerne den Kanal, wie so oft schon erwähnt, ich weiß, aber ich würde mich sehr darüber freuen, wirklich. Und es kostet auch nichts, deswegen sehr gerne abonnieren. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Wie gesagt, es wird spannend bleiben hier, denn es stehen wieder wichtige Spiele auf dem Plan. Unter anderem das Champions League Spiel gegen Celtic. Und dann müssen wir gegen Dortmund auch ran in der Liga. Ja, Inter kommt dann in der Champions League. Also es werden auch in der Champions League Gruppenphase noch interessante Spiele werden. Und ja, wir wollen natürlich in der Liga weiterhin punkten. Gegen Darmstadt hoffen wir natürlich, einen Dreier einzufahren. Ist ja logisch. All das und vieles weiteres in der nächsten Folge, ihr Lieben. Ne? Macht's gut, lasst es euch gut gehen wie immer und bis dahin. Ciao, ciao.